Hallo, der Titel meiner heutigen Lesung lautet Romeo und Julian. Untertitel Beste Freunde. Hey Alter, schon gehört? Was denn? Nun sag schon. In der Stadt steppt heute der Bär. Echt? Wusste gar nicht, dass bei uns dieser Tage ein Zirkus gastiert. Ich auch nicht, Alter. Dann geistert dieses Ungetüm also immer noch dort irgendwo herum? Was laberst denn da wieder für ein Scheiß, Alter? Natürlich nicht. Wäre ja wohl auch viel zu gefährlich. Da bin ich jetzt aber wirklich beruhigt. Dann hat man den Bären also inzwischen wieder eingefangen und weggesperrt. Was ist los? Welchen Bären denn, Alter? Na eben den, den ich dir die ganze Zeit hab aufbinden wollen, du verhinderter Grizzly. Haha, Alter, sehr witzig, ehrlich. Tja, wer hat, der hat. Solltest du auch mal probieren. Versteh nur Bahnhof, Alter. Witzig zu sein, du lächerlicher Komiker. Ach was, dachte, das sei ich bis eben schon gewesen, Alter. Hab bei dir immer in die große Verarsche geschoben, oder nicht? Glaub's doch nicht im Ernst, dass ich dir auch bloß ein Wort von diesem Blödsinn abgenommen habe, mein Bester. Ja, Alter, na klar, ist es denn wahr? Belüg dich nur so krass weiter. Vielleicht wirst dadurch ja auch irgendwann mal etwas gescheiter. Ach komm schon, mein Bester. Hast recht. Und ich meine Ruhe. Geb mich ja geschlagen. Fürs Erste zumindest. Damit hast unsere heutige Freistil-Battle gewonnen. Zufrieden? Aber nun sag mir lieber, wie ich so deiner Meinung nach beim weiblichen Geschlecht rüberkomme. Ich meine, so aufgestylt, wie ich bin. Im Ernst, Alter, bei deinem Anblick erblassen selbst die Spiegel vor Neid. Du siehst aber auch echt Hammer aus, mein Bester. Hoffe, du mutierst mir im Fallout nicht gleich vor lauter Übermut zum Tanzbären. Die Mädels werden glatt ausrasten, wenn wir uns denen als die neuen Blues Bros präsentieren. Immerhin wird da ja heute Abend die geilste Star-Kostümierung präsentiert. Tja, und wenn ich mir uns beide so ansehe, dann kann es eigentlich nicht den geringsten Zweifel daran geben, wer nachher im Club diesbezüglich den Vogel abschießen wird. Richtig? Na los, Alter, schwing die Hufen. Die scharfen Bräute im Fallout rutschen sich ja schon nervös hin und her auf ihren Kufen. Vielen Dank für euer geschätztes Interesse.